Der neue Windpark Ochsenberg bei Aalen-Ebnath ist am Wochenende offiziell eingeweiht worden. Mehrere hundert Gäste und Besucher nutzten am Tag der offenen Tür die Möglichkeit, einmal einen Blick in eine Windkraftanlage zu werfen. Ministerialdirektor Helmfried Meinl vom Umweltministerium Baden-Württemberg besuchte den neuen Windpark und machte sich zusammen mit Ostalblandrat Klaus Pavel selbst ein Bild von den neuen Windkraftanlagen. Insgesamt stehen 14 Windräder mit einer Gesamthöhe von 199 Metern im neuen Windpark.